Zwei Frauen in Berlin, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Rachel Schneidermann und Michelle Prigoschin. Sie tun, was manch eine gerne täte: Geschichten schreiben. Und zwar über jüdische Frauen in Berlin. Der Aviva Verlag in Kreuzberg. Hier entsteht ein Online-Magazin für Frauen. Hier entstand auch die Idee für Writing Girls. Frauen schreiben über Frauen. Schreiben sollen keine berühmten Dichter und Denkerinnen. Gesucht sind Berlinerinnen aus ausländischen Familien. Online-Verlegerin Sharon Adler. Dieses Projekt, das will vergessene jüdische Frauenbiografien sichtbar machen. Denn teilweise gibt es wirklich ganz wenig Material nur zu den Frauen. Das heißt, die Recherche ist nicht unbedingt einfach. An diesem Küchentisch, der öfter mal die Farbe wechselt, wird erzählt, gesichtet und beraten. Mit 16 Jahren ist Michelle derzeit die Jüngste, Rachel mit 61 die älteste Autorin. Rachel Schneidermann, die ehemalige Krankenschwester, schreibt über eine frühere Patientin. Charlotte Herrmann, geboren 1921, gestorben 1989. Es sind sehr viele Dokumente, also die einfach tschechisch sind. Also ich kann das verstehen. Ja, das, also viele Sachen, oder einige Sachen verstehe ich selbst. Einige habe ich auch mir aufgeschrieben, was mir diese Mitarbeiterin des Archivs, also ich kann die Frau nicht aufhören zu loben. Für ihre Recherche fuhr Rachel nach Prag. Russisch spricht sie, Hebräisch, Deutsch, aber kein Tschechisch. Es waren drei abenteuerliche Tage in Prag. Charlotte Herrmann war 1934 aus Dresden nach Prag geflohen, lebte dort im Widerstand, überlebte in Auschwitz. Jedes Dokument bringt neue Erkenntnisse und neue Fragen. Doch wie kommt eine Krankenschwester auf die Idee, den Spürhund zu spielen für eine Geschichte? Ich habe eine E-Mail bekommen über den Verteiler der jüdischen Gemeinde. Und da war diese Anzeige von Aviva. Und während ich die gelesen habe, habe ich immer größere Augen bekommen. Dass sie ihre Patientin Charlotte Herrmann 23 Jahre lang nicht vergessen konnte, ist das eine. Das andere ist die Lust, etwas Neues auszuprobieren und dabei ungeahnte Seiten an sich zu entdecken. Und dann kam dieses Recherchieren, diese Jagdgelüst, weiß ich jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Ich fand es schon bewundernswert, dass sie keine Angst hatte oder sonst was, sondern dass sie versucht hat, ja, sich für Frauen einzusetzen, egal auf welchem Wege. Die Rede ist nicht von Kollegin Rachel Schneidermann, sondern von Rahel Warnhagen von Ense, einer Berliner Salondame aus napoleonischer Zeit, gestorben 1833. Das sind die Briefe von Rachel Farnhagen, die sie geschrieben hat, die aber ihr Ehemann, der Olle Karl, ja, der hat die geschwärzt. Und das finde ich schon, das ist Zensur. Michelle muss viel lesen, denn ihre Protagonistin war Schriftstellerin und eine große Briefeschreiberin. Abenteuerreisen sind nicht nötig. Aber das Spannendste ist, ja, ihre Gefühle, ihren Charakter aus all ihren Briefen herauszulesen. Und dass sie sich erstens für jüdische Frauen eingesetzt hat. Und das Zweite ist, dass sie sich sowohl für reiche als auch für ärmere Menschen interessiert hat. Ein kurzer Blick auf die wenigen vorhandenen Porträts. Natürlich im Netz. Das zeigt eigentlich ganz gut, dass Rachel nicht gerade die Schönste war, aber dafür umso intelligenter. Rahel Warnhagen ist keine Unbekannte unter Historikern. Unter 16-jährigen Berliner Schülerinnen aber sicher noch ein Geheimtipp. Ende der 70er Jahre kam Rachel Schneidermann als Krankenschwester nach Berlin. Sie arbeitete zunächst in einem Krankenhaus, dann für Alte und Kranke der jüdischen Gemeinde und lernte so Charlotte Herrmann kennen. Das ist so die Erinnerung, die ich habe, dass ich etwas in ihnen, ihre Augen vielleicht dann mich fasziniert haben. Vielleicht war das auch ihre Geschichte. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich zu ihr hingezogen gefühlt.
Immer wieder wurde sie gerufen, wenn es Streit mit dem Lebenspartner gab oder einen Schub von schweren Depressionen. Ein Leben am Absturz. Sie saß in einer Ecke der kleinen Wohnung auf einer nackten Matratze, ungepflegt. Die Haare hingen ihr übers Gesicht. Die Augen waren eigentlich tot. Und sie hat nicht mal, also erst mal reagiert, dass ich da reingekommen bin, eine fremde Person. Sie saß da und hat ja so geschaukelt hin und her. Wenn ich jetzt daran denke, dann kommen die Erinnerungen wieder hoch. Also. 15 Jahre hat Rachel Charlotte Herrmann begleitet. Immer wieder hat sie sie aufgebaut und immer wieder gab es den Rückfall. Ein schönes Plätzchen mitten in Berlin, der Friedhof der Dreifaltigkeitsgemeinde. Karl August und Rahel Warnhagen von Ense liegen hier begraben. Mich fasziniert am meisten ihre Intelligenz eigentlich. Und ich finde es gut, dass sie damals schon so emanzipiert genug war, dass man sie als Einzelperson angesehen und respektiert hat und nicht als eine einfache Hausfrau sozusagen. Keine Filme über Rahel Warnhagen, keine Biografie, keine klugen Kommentare. Michelle liest nur, was aus der Feder der Warnhagen selbst stammt. Sie will sich ein eigenes Bild machen. Aber es ist interessant zu lesen, wem sie schreibt. Da sind ganz berühmte Personen dabei. Und was sie schreibt und wie sie es schreibt vor allem. Weil ich schreibe sehr gerne. Und ihrem Stil versuche ich auch ein wenig nachzuahmen ab und zu. Michelle will eine ganz persönliche Geschichte über die Geschichte der Warnhagen schreiben. Eine Frau aus der Vergangenheit zu neuem Leben erwecken. Mit dem Blick und den Worten einer jungen Frau von heute. Zentraler Omnibusbahnhof Berlin. Von hier ist Rachel Schneidermann oft abgereist, zuletzt nach Prag. Unterwegs sein, das gehört zum Leben ihrer Familie. Der Großvater floh aus Persien nach Afghanistan, dann Turkmenistan. Vater Baruch nach Usbekistan und schließlich Israel. Immer wieder alles zurücklassen, auch Teile der Familie, die Mutter, die Geschwister. Es war ein Leben auf den Koffern. Wir hatten keine ständige Bleibe, also keine ständige Wohnung oder so. Wir sind immer umgezogen von einem Ort zum anderen, von einer Wohnung zur anderen Wohnung. Weil es hat sich nach meinem Vater nicht gelohnt, sich was Festes sozusagen aufzubauen. Weil er hat ja immer gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Ein frommer jüdischer Abschiedswunsch, der die Sehnsucht ausdrückt, einmal anzukommen und zu Hause zu sein. Seit 1951 hat mein Vater versucht, eine Ausreisegenehmigung nach Israel zu bekommen für sich und seine Familie. Und das hat 20 Jahre gedauert, bis das dann soweit war. 1972, im Januar, endlich die Ausreise nach Israel in das Land der Träume. Doch Rachel bleibt nicht lange. Das Schicksal hat das so entschieden, dass ich dann meinem Mann hinterhergereist bin, nach Berlin. Ja, leider. Einerseits natürlich leider, andererseits war die Zeit, um eine Familie zu gründen und bin hier hängen geblieben. 35 Jahre. Hier auf dem Friedhof der Martin-Luther-Gemeinde liegt Charlotte Herrmann begraben. Geflohen nach Prag, überlebt in Auschwitz, ein Leben voller Brüche und Zusammenbrüche in Berlin. Rachel hat sie nicht bis zum Ende begleitet. Erst jetzt bei der Recherche hat sie das Grab auf diesem evangelischen Friedhof entdeckt. Der letzte Lebensgefährte hat das so bestimmt, genauso wie er bestimmt hat, dass sie hier unter dem Namen Eklund, unter seinem Namen, begraben ist. Und sie hieß überhaupt nicht Eklund, sondern
Hermann. Charlotte Hermann. Aber ja, meiner Meinung nach hatte er einfach die Identität auch noch gestohlen. Und das ärgert mich sehr. Rachel will ihre ehemalige Patientin Charlotte Hermann vor dem Vergessen bewahren. Und sie will hier nach 23 Jahren ein Zeichen setzen. Ja, ich habe bewusst einen Stein mitgebracht und auf Charlottes Grab gelegt, weil das eine Tradition, ein Brauch ist im Judentum. Man bringt keine Blumen, sondern Steine. Und ich wollte einfach das Gefühl hier geben, auch dass Charlotte, trotzdem sie auf einem evangelischen Friedhof liegt, eine Jüdin ist. Michelles Strategie gegen Benachteiligung ist eine andere. Sie nahm den langen Schulweg zu einer Eliteschule in Kauf, um eine Chance zu haben im Leben. Was ich gelernt habe, ist, man sich durchsetzen muss. Wenn man benachteiligt wird, muss man einfach mehr dafür tun. Ganz einfach. Michelle und ihre Freundinnen sind leistungsorientiert. Mit 16 machte sie hier ihr Abitur. Party, Kino, Abhängen sind nicht so ihre Sache. Das Leben wartet nicht, ich möchte auch Geld verdienen. Es wird immer schwerer, einen Job zu finden. Und ich versuche irgendwie aus dieser Masse rauszubrechen, die halt nichts will und chillt. Weil früher oder später möchte ich Kinder bekommen und die sollen es besser haben, als ich es hatte. Damit ihre Kinder dann es besser haben als meine Kinder. Damit es sich so immer weiterentwickelt. Sie schätzt für ihr Leben, so sagt sie, russische Werte. In meiner Familie wurde ich immer so erzogen, dass ältere Menschen und jüngere Menschen immer im Mittelpunkt stehen, dass man alles für sie tut. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, so wie das meine Eltern getan haben, meinen Nachkommen alles zu geben, was ich habe und sie allem zu belehren, was ich weiß. Michelle und ihre Oma. Eigentlich lebt Henriette Prigoschin sehr zurückgezogen. Aber für die Enkelin geht sie sogar vor die Kamera und erzählt von der Familie und vom Leben als Jüdin in Russland. Hebräisch stand im Pass und damit war Wichtiges limitiert, wie Studienplätze und Arbeitsplätze. Diskriminierung? Offiziell nein, im täglichen Leben ständig. Die Benachteiligung, nicht die Religion, war in ihrer atheistischen Heimat das Gemeinsame. И потом уже, когда я была ребенком, когда мы с братом, они о чем-то серьезном говорили и хотели, чтобы мы не понимали, они тогда использовали те слова, которые они знали. Во всяком случае, они были очень далеки от религии, они не были верующими. И я узнала только здесь очень много еврейской религии, о иудаизме. Ich habe alles in meinem Leben allein erreicht, sagt Henriette Prigoschin. Michelle übersetzt. Mit den Anstrengungen der Enkelin ist sie sehr zufrieden. Sie meinte, dass sie findet, dass ich den richtigen Lebensweg gehe, dass ich sehr ernst scheine und dass ich weiß, dass ich auch auf eigentlich niemanden rechnen kann, weil ich diesen Weg für mich selbst gehen muss. Sie sehen, das war eine Oma. Zurück zum Aviva Verlag und den sehr persönlichen Geschichten der Neuautorinnen Rachel und Michelle. Hier wird nun der weitere Weg ihrer Texte geplant. Im Aviva Online Magazin und als Buch, erklärt Verlagsleiterin Nora Pester. Ich habe jetzt eure Manuskripte gelesen und bin wirklich total begeistert und auch sehr berührt von den Geschichten, die ihr aufgeschrieben habt. Und ich fände es wirklich toll, wenn wir daraus jetzt ein Buch machen könnten, damit jeder, der sich im deutschsprachigen Raum für das Thema Biografien und gerade auch jüdische Biografien, auch Frauenbiografien in diesem Zusammenhang interessiert, der wird das dann auch wahrnehmen. Aber keine Angst. Es ist ein einzigartiges Projekt. Ob eine vergessene jüdische Frau eine Stimme bekommt oder eine bekannte Salondame um 1800, eine neue, sehr junge Perspektive. Es sind Geschichten, die Vergangenes auferstehen lassen. Dank Rachel und Michelle.
fertig mit meinen Recherchen. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.